Herzlich willkommen zu einem klassischen, komplett klassischen und total langweiligen Laber-Video, in dem ich ein wenig über Zeichnungen rede, über Bilder, die ihr mir geschickt habt und die ich doch echt sehr toll finde. Und ich möchte einfach nochmal ein wenig, ich will mal ein bisschen drüber reden, denn ich möchte das auch nicht einfach als, ich sage mal, Selbstverständlichkeit hinnehmen und so tun, als wäre mir das egal. Denn ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich da doch schon immer wieder sehr, sehr hart, wenn ich sowas bekomme. Ich meine es ernst, ich bin da wie so ein kleines Kind, das freut sich echt sehr über Bilder. Das große Problem bei der Sache ist aber, was mir jetzt mit der Zeit aufgefallen ist, viele Bilder verschwinden, ich sage mal, im Großen nichts, weil, keine Ahnung, ja, mit der Zeit, denn wenn ich sie speichere, dann verschwinden die irgendwann in meiner Galerie, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wenn sie allgemein, man kennt es ja, wenn die irgendwie 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate alt sind, dann verschwinden die irgendwo, die gehen einfach unter, sage ich mal, und das gefällt mir nicht so. Das ist nämlich jetzt gerade, wollte ich, für dieses Video ist mir nämlich aufgefallen, da wollte ich eigentlich nochmal alle Bilder, die ich so bekommen habe, mal zusammen sammeln und einfach mal irgendwie reinklatschen. Ich habe jetzt nur diese paar, die ihr jetzt seht, rausgesucht und die jetzt hier raufgeklatscht, weil ich die anderen oder weil ich viele andere einfach nicht mehr finde. Weil, ja, wie gesagt, die sind halt einfach mit der Zeit untergegangen, was, naja, irgendwie auch ziemlich blöd ist, ne? Weil man steckt da so ein bisschen Arbeit rein und wenn es dann verschwindet, ist es ein bisschen kacke. Oder wenn es halt einfach, oh, wenn es ein bisschen, habe ich mich gerade gestoßen, wenn es so untergeht, dann ist es irgendwie blöd, finde ich. Und deswegen habe ich einfach so überlegt, so, oh, was kann man denn dagegen machen? Und ja, da wäre natürlich die Sache so mit dem Hashtag, ja, dass man Sachen immer unter einem bestimmten Hashtag postet, aber ich finde das immer so, na, ich weiß nicht wieso, irgendwie... ist es irgendwie, habe ich da Probleme mit. Ich finde, es hat immer so eine Wirkung auf einen, immer dieses, nützt diesen Hashtag und ja, macht den immer schön nutzen und ja, oh Gott, ja bitte, pusht mich nach oben in die Trends. Achso, das ist jetzt bei mir relativ unmöglich bei meiner Größe, was auch ganz gut so ist, weil wenn ich mir so die Trends anschaue, ist es ganz gut, dass ich damit nichts zu tun habe, aber das ist so, ja, ich habe echt so ein kleines Problem mit Hashtags, aber dennoch, weiß ich nicht, wäre das halt, glaube ich, schon so die beste Lösung dafür, wenn man Bilder und so ein Shit hat, dass man halt einfach das unter dem Hashtag postet und, ja, dass wenn man dann den Hashtag aufruft, dann einfach alles sieht und was damit zu tun hat. Das ist halt, André kann nicht mehr reden, ich bin immer noch im selben Aufnahmemarathon wie die letzten Videos, keine Ahnung, ich glaube, das hier ist das erste Video, was kommt. Ich weiß es gar nicht, Mensch, aber ich habe jetzt 4 Videos aufgenommen hintereinander. Oder ist das hier das 4. Video? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und so langsam geht mein Gehirn kaputt, denn hab wenig geschlafen. Dann musste ich noch ein bisschen draußen arbeiten. Mensch, ja, da musste ich rausgehen, ey. Es ist echt, es ist schon so, es muss nicht sein. Und naja, ich hatte echt viel zu tun und jetzt am Abend, ja, muss ich jetzt auch alles aufnehmen. Dann darf ich das jetzt nach der ganzen Aufnahmesession, ich bin jetzt seit 2 Stunden circa am Aufnehmen. Ja, 1 Stunde, 2 Stunden, ja, circa bin ich jetzt am Aufnehmen. Und dann darf ich noch ganz viele Thumbnails machen und dann darf ich auch noch ganz viele Videos schneiden. Und die rendern und die hochladen und das wird viel Zeit kosten. Und ich bin jetzt schon sehr müde, deswegen, das kann was Interessantes werden. Das ist so der perfekte Zeitpunkt natürlich, ne? Aber, ich möchte mal wieder ein bisschen was im Voraus haben für den Fall, dass ich nämlich wieder Besuch kriege und ich dann nämlich nicht aufnehmen kann. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Aber, naja, bin halt echt so ein bisschen hin und her gerissen. Diese Sache mit dem Hashtag. Sollen wir das einfach machen? Sollen wir einfach sagen, ist egal, tun wir das jetzt und gut ist und dann werden in Zukunft Fanarts und, ich hasse das Wort einfach, also werden Bilder halt einfach unter diesem Hashtag, gepostet und dann ist es halt eigentlich immer an einem Ort, wo man das wiederfinden kann, was ich persönlich nicht schlecht finde. Denn sowohl auf Instagram als auch auf Twitter ist es immer ein bisschen schwierig, wobei ich sagen muss, auf Instagram finde ich es schon eher wieder, weil wenn man mich drauf verlinkt, dann ist es ja, dann kann ich das jetzt auch sofort aufrufen. Ja, aber bei Twitter zum Beispiel ist es dann halt eben leider nicht so der Fall.
Und auf Instagram wird man natürlich auch auf Sachen verlinkt, die rein gar nicht so wirklich so mit mir zu tun haben oder mit Bildern zu tun hat. Und deswegen ist dann da auch mal viel, ich sage mal, Bullshit drin. Jetzt ohne irgendjemanden anzugreifen, das ist natürlich kein Bullshit, aber ich rede jetzt halt eben im Thema Bilder. Und deswegen schiebe ich jetzt mal alles, was kein Bild ist, einfach mal raus als Bullshit, ja? Das ist sehr einfaches in eine Schublade schieben. Was man eigentlich niemals machen sollte. Aber es ist jetzt ja auch nur zum Zweck des Videos, ja? Das hoffe ich, das versteht ihr. Ich möchte dieses Video eigentlich auch gar nicht so lange haben. Und wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass wir jetzt knapp 5,5 Minuten wieder am Labern sind, dass ich jetzt hier wieder knapp 5,5 Minuten am Labern bin, dann ist es immer so, Junge, komm zu einem Punkt. Aber ich habe immer so Probleme, mich zu entscheiden und zu einem Punkt zu kommen. Und ich mache immer so vieles spontan, wie zum Beispiel jetzt auch dieses Labervideo hier. Ich denke mir, ja komm, dann drücke ich diese Aufnahmetaste und laber jetzt einfach mal drauf los. Und ich glaube, das ist ziemlich blöd. Es ist so, immer so ein bisschen kacke. Aber naja, Leute, ich werde das denn jetzt einfach machen. Machen wir das mit dem Hashtag. Ich weiß noch nicht genau, wie ich diesen Hashtag nennen sollte. Lasst mich mal kurz überlegen. Und dann kann ich ganz unauffällig eben kurz die Aufnahme stoppen. Und wenn mir dann ein Hashtag einfällt, kann ich die Aufnahme einfach wieder starten. Unbekannter Schnitt folgt jetzt. So, ich habe jetzt nach diesem totalen Sneaky-Beaky-Cut eine kleine Umfrage auf Twitter und auf Instagram gemacht und habe euch einfach mal gefragt, wie soll denn der Hashtag sein, was haltet ihr am besten? Und da ist ein Hashtag dann doch ein wenig, der ist aufgefallen und zwar war es der Hashtag CrazyArt. Ich werde es ab jetzt hier auch einblenden, dann könnt ihr das schön sehen. Und dann wisst ihr ab sofort auch, wohin ihr denn ab sofort Bilder schicken könnt oder unter welchem Hashtag ihr die einfach senden sollt. Denn, wie gesagt, dann werde ich sie höchstwahrscheinlich sehen, dann werde ich sie eigentlich zu 100% sehen. Und, dann ist es halt auch einfacher, dann kann ich da ganz sicherlich auch drauf eingehen. Und vor allem, sie verschwinden nicht nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise sie gehen nicht so unter nach einer gewissen Zeit. Und das ist, doch sehr, sehr vorteilhaft. Das heißt, ab jetzt könnt ihr mir eure Bilder unter dem Hashtag CrazyArt schicken. Und auf Twitter, auf Instagram und ich glaube, das war's dann auch schon, ne? Ich glaube, das war's schon. Und ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, scheiße. Wenn doch, dann tut's mir leid. Aber ihr seid ja auch nicht gezwungen, diesen Hashtag zu nutzen, ne? Ist ja nur für die, die sich jetzt denken, jetzt kritzel ich irgendwas, ne? Und wie gesagt, ich freue mich da immer riesig drüber und deswegen ist es gar nicht mal so schlimm. Finde ich das vielleicht doch ganz gut, dass ich da zu diesem Entschluss gekommen bin, das jetzt einfach zu machen. Und das heißt Hashtag CrazyAndre, das heißt, es wird dann jetzt wahrscheinlich auch irgendwie immer unten in der Videobeschreibung irgendwie zu sehen sein. Leute, es wird spät. Ich muss aufhören, ich muss langsam daran gehen, die ganzen Videos zu schneiden. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich habe wieder viel zu viel geredet. Aber nichtsdestotrotz, finden wir jetzt mal ein ganz schnelles Ende. Ihr könnt mich auf Twitter stalken, auf Instagram stalken und auf so viel mehr stalken. Alle Links dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch da lasst. Und dann sieht man sich bei einem anderen Video. Haut rein, Leute. Habt einen angenehmen Abend und tschüss.